So, da sind wir wieder auf Monkey Island, beziehungsweise auf Le Ship von LeChuck. Willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir haben in der letzten Folge Fortschritte gemacht und eine Vermutung, was sein Slogan sein könnte. Plus, wir haben sein Lieblingsessen gekocht. Das heißt, ich check mal die To-Do-Liste. Aha. Okay, Slogan scheint noch nicht so ganz zu stimmen, oder zumindest noch nicht bestätigt. Vielleicht muss ich noch mit jemandem darüber reden, zum Beispiel mit Bob. Titelmelodie fehlt mir noch. Und Flair möchte nicht so richtig darüber reden. Vielleicht kann ich sie irgendwie dazu bringen, sie vorzutragen oder so. Okay, dann würde ich mal sagen, wir reden mit Bob über den Slogan. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist das persönliche Tagebuch von LeChuck. Huch, damit möchte ich nicht erwischt werden. Das solltest du auch nicht. Menno. Hey Bob. Hey Gullet. Ich würde immer noch gerne LeChucks Titelmelodie hören. Wie gesagt, ich glaube, er lässt eine komponieren, aber sonst weiß ich nichts darüber. Ach ja. Okay. Bis dann. Dann würde ich sagen, probiere ich mal die Glocke zu läuten und guck, ob sich das tut. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Captain LeChuck ist nicht an Bord. Wir haben eine Pause vom Geschrei. Ja, das dachte ich mir schon, aber ausprobieren muss man es ja trotzdem. Was war da dreimal? Was? Einmal noch viermal. Sehr musikalisch, aber ich kriege Kopfschmerzen. Wie wär's mit siebenmal für die Melodie? Da läuft es übrigens gerade im Hintergrund, die Titelmelodie von der Chuck. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Na gut, machen wir eine Mannschaftsabstimmung. Es gibt aber nichts zum Abstimmen, ne? Ein Glockenschlag. Abstimmungsstunde. Was ist hier los? Ich mag es nicht, wenn man mich unterbricht. Ich weiß nicht. Jemand hat die Glocke geläutet. Okay, wir stimmen also ab. Was ist das Thema? Ich weiß nicht. Was? Schnell hier runter, gucken, ob sie ihre Melodie liegen hat lassen. Ja. Das ist die Titelmelodie, an der Flair gearbeitet hat. Eine fröhliche kleine Melodie wie diese wäre der Knaller auf Partys. Geschnappt. Okay. Slogan, Slogan. Reicht das mit dem Tagebuch jetzt nicht mit dem Slogan? Ich hätte das ja jetzt eigentlich tatsächlich einfach bei Ich warte nicht Dings. länger, ich habe zu tun. Zeitverschwendung. Hoffentlich ist meine Suppe nicht angebrannt. Ich hätte es jetzt einfach probiert bei Captain Madison, ehrlich gesagt. Also ja, haben wir ja zumindest das Buch. Ah, ich könnte noch mal bei Flambé. Flambé liest auch gerne. Der kann uns vielleicht noch was sagen. Dodo, Miso, Fafare. Ich möchte ihn Okay, nicht ich kann es Ihnen nicht aufwecken. geben. Ich kann noch mal zum Affenkopf Madison, gucken. Nyla und Trent unterhalten sich. Sie sehen zufrieden aus. Zweifellos planen sie, was sie tun werden, wenn sie mit mir fertig sind. Nichts Neues im Ich werde Westen. zuletzt lachen. Ha! Aber ich gucke einfach mal, was ich zu Ihnen sagen kann und dann komme ich halt im Zweifelsfall noch mal her, ne? Ja, eine Sache möchte ich noch probieren. Was, wenn ich jetzt mich hier zurückverwandle? Ich sollte die Verkleidung besser nicht Okay. verlieren, solange ich noch auf dem Schiff bin. Na gut. Und dann möchte ich noch testen, was Gullet sagt, wenn er sich selbst sieht. Das könnte lustig werden. Hi. Was bist du? Ich bin natürlich du. Oh, warte, das ergibt keinen Sinn. Wenn du ich bist. Wer bin dann ich? Du bist auch du.
Ich komme aus der Zukunft. Ich bin zurückgekommen, um dir zu sagen, dass wir das Zeitreisen nie erfunden haben. Wir haben nie... Oh, jetzt bereitest du mir Kopfschmerzen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Oh, na gut, okay. Könnte man nicht viel machen, aber ist okay. Achso, warte mal, Slogans, das könnte noch nützlich werden. Vielleicht weiß er was über die Slogans. Das ist doch ein Schreiberling. Ich habe schon Kopfschmerzen. Tagebuch. Nein? Oh, okay. Nicht direkt vor seiner Nase. Ich verwandle mich kurz zurück. Das möchte ich noch probieren, wenn ich als Guybrush mit ihm rede, ob es dann geht. So viel Zeit muss sein. Schwarz ist die Seele vom Pack. Mein Hirn ist ein Wrack. Der Gestank wird immer schlimmer. Ich vermisse den Star, der ich einst war. Hinfort mit dem Zombie-Schimmer. Sehr gut. Ab nach unten. Und... Ich bin zurück. Ja. Schau dir mal das Tagebuch an. Okay. Wann glaubst du, dass du deinen Redakteurfreund sehen wirst? Wer? Willst du mich auf die Nudel schieben? Du erinnerst dich wohl. An die Gedichte, richtig? Ich nehme dich nur auf den Arm. Also, nicht wörtlich nehmen. Du könntest etwas verlieren. Ja. Genieß deinen Abend. Wohl kaum. Okay, also mit dir ist nichts mehr anzufangen. Dann, wie gesagt, gucken wir mal, ob das reicht, was ich jetzt rausgefunden habe. Und wenn nicht, müssen wir noch mal ein bisschen forschen. Wen man hier fragen kann, um uns anhand des Tagebuchs zu bestätigen, was der Slogan ist. Ich bin nicht einmal ein Fan. Auf zum Affenkopf. Die Bewegung über Monkey Island ist wesentlich schneller als im ersten Teil. Hey, Partner. Will ich euch die einfach geben? Nein, ich rede mal mit ihnen. Wir sind bereit. Hast du schon LeChucks Geheimnisse erfahren? Kann ich euch wirklich vertrauen? Unverständlich. Wer hat gerade Nein gesagt? Ich kenne alle Geheimnisse von LeChuck. Ziehen wir das durch. Okay, dann fangen wir mal an. Der erste Schritt ist, LeChucks Titelmelodie zu spielen. Du bist derjenige, der weiß, wie es geht, also übernimm du. Dein Instrument ist dort drüben. Pass auf, wen du hier ein Instrument nennst. Okay, dann wollen wir die Schädel mal festmachen. Nochmal kurz das Notenblatt überprüfen. Wir haben Dodo, Miso, Fafari. Also Do. Do, Mi. Oh. So. Möglicherweise Fa. Und dann Re. Jetzt dagegen check. Dodo, Mi, So, Fa, Fa, Re. Do. Do. Mi. So. Fa. Fa. Re. Das ist vielversprechend. Nächster Schritt. Madison, gib uns die Karte. Das war schon mal gut. Quis nostro fugia. Nulla tempor. Laboris nisi ex commodo consequat. Schnell, sag dir Chuck's Slogan. Oh Gott, plündert. Meine blasphemischen Holzbeine. Quis autem vel veluptate velit. Und jetzt ist LeChucks Lieblingsessen. Okay. Oh. Wow. Schau. Das sind Zeilen. Es funktioniert.
Wow, diese dunkle Magie ist ganz schön heftig. Hat irgendjemand gesehen, wo die Karte geblieben ist? Das geht dich nichts an. Danke für deine Hilfe. Zeit zu gehen. Wartet! Aha, dreifach hintergehen. Welche letzten Worte, bevor wir dich geklappt. Von der Klippe stürzen und uns das Geheimnis holen? Ja, ist da unten immer noch der Gummibaum von damals? Lasst uns darüber abstimmen, ob wir mich von der Klippe stoßen sollen. Ei. 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 Nein! Du wurdest von der Insel runtergewählt. Oh no! Und jetzt weg mit Murray, dem lästigen dämonischen Schädel. Wartet! Ich habe Familie hier. Gut. Trent, sehen wir uns die Karte noch einmal an. Seltsam, sie war gerade noch in meiner Tasche. Egal, ich erinnere mich, was drauf war. Holen wir uns das Geheimnis. So, so. Wer hat sie geklaut? Es kam irgendwo von hier drüben. Was zum Threepwood? Du hast es also überlebt, über die Planke zu gehen, nur um dann von einer Klippe zu stolpern? Ich wusste schon immer, dass du ein Witzbold bist, aber das hier übertrifft alles. Und wo wir gerade vom Übertreffen sprechen, während du hier liegst und langsam stirbst, kannst du dich mit dem Wissen quälen, dass ich bald das Geheimnis haben werde. Und dann auch die schöne Elaine. Wann kommt Murray runter, ja? Wann kommt Murray runter und landet auf ihm? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das macht nichts. Deine letzten Worte werden zusammen mit dir vergessen werden. Bald wird nicht einmal mehr der Gestank deines Ablebens zurückbleiben, während die Welt sich unerbittlich weiterdreht. Captain LeChuck, es ist Captain Madison, Sir. Sie und die anderen haben gerade die Segel gesetzt. Sie verlassen die Insel. Verlassen? Sie müssen wissen, wo das Geheimnis ist. Wenn wir uns beeilen, können wir sie auf dem Meer einholen und sie zum Teilen überreden. Verlassen? Ist das Geheimnis von... Das Geheimnis von Monkey Island nicht auf Monkey Island? Und wenn LeChuck weiß, dass das Geheimnis von Monkey Island nicht auf Monkey Island ist, warum ist er dann auf Monkey Island? Okay. Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Möglicherweise auch meine Milz und meine Gallenblase. Was auch immer das ist. Hallo? Ist hier jemand? Guybrush! Oh nein. Bist du okay? Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Weißt du überhaupt, wo deine Bauchspeicheldrüse ist? Dem Schmerz nach zu urteilen, würde ich sagen, überall. Was machst du hier? Bist du gekommen, um mich zu retten? Wie bist du überhaupt nach Monkey Island gekommen? Ich schätze, du hast den Zaubertrank gemacht. Du hast deinen Trank benutzt, um hierher zu kommen? Das ist ja süß. Aber bleiben wir beim Thema. Du bist von einer Klippe gestürzt. Ja, stimmt. Ach, diese ganze Reise war eine Katastrophe. Nichts als Demütigung, körperliche Gefahr und... demütigende körperliche Gefahr. Ich verliere ständig Schwertkämpfe. Ich wurde am selben Tag von einem Schiff und von einer Klippe geworfen. Ich bin in eine Falle getappt, die für LeChuck gedacht war. Meine eigene Schuld. Ich hatte eine Karte, da war ein X und eine Schaufel. Fandest du das nicht verdächtig? Ich könnte genauso gut einfach hier liegen bleiben und verhungern. Ich habe eine bessere Idee. Komm mit mir zurück auf Scurvy Island. Ich werde eine Pause vom Skorbut-Projekt einlegen, um dich wieder gesund zu pflegen. Ja, klingt gut. Warum nicht? Jetzt, wo die Karte weg ist, werde ich das Geheimnis nie bekommen. Hat ja jemand Karte gesagt?
Hallo? Ah, Murray hat sie. Murray! Ist das die Karte zum Geheimnis? Dieser Melonenkopf hat mich damit in seine Tasche gesteckt. Ich habe sie mir als Druckmittel geschnappt. Heiliger Strohsack! Das Geheimnis ist im Voodoo-Laden auf Mealy Island! Planänderung, Elaine. Wir gehen zurück nach Mealy. Wie bitte? Ach ja? Was ist mit all den Dingen, die du gerade gesagt hast? Moment, was? Das Geheimnis ist im Voodoo-Laden? Und warum sind wir nach Monkey Island gesegelt? Wenn LeChucks Karte... Okay, ich verstehe es nicht, aber egal. Ich werde es mir einfach vom Spiel erklären lassen. Da hatte ich die Karte noch nicht. Wo ist dein Schiff? Eigentlich ist es dein Schiff. Dein altes Schiff, meine ich. Die Sea Monkey liegt als Wrack an einem Strand im Osten von hier. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich wurde hier abgesetzt, damit ich sie als Überraschung für deinen Geburtstag herrichten kann. Was für ein tolles Geschenk! Du erstaunst mich immer wieder. Ich hatte keine Ahnung, dass du dich mit Schiffsreparaturen auskennst. Ich weiß auch nicht mehr als du, aber ich habe ein Handbuch gekauft. Warum reparieren wir sie nicht gemeinsam? Klingt super. Du kannst die klebrigen Teile machen. Wer zuerst beim Schiff ist? Mist. Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Nehmen wir Murray mit? Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir eine neue Phase in unserer Beziehung beginnen. Ich versuche, meine Freude zu zügeln. Ab in die Tasche. Komm schon, Murray. Wir haben viel Arbeit vor uns. Der Gedanke, mit dir zusammen zu sein, gefällt mir nicht. Aber es ist wohl besser, als die nächsten 100 Jahre auf diesem Baumstumpf zu verbringen. Vielleicht... Warte, nicht die Tasche! Oh, nicht, dass er in meinem Inventar irgendwas anstellt. Hey, wir haben ja immer noch die anderen zwei. Haha, wir haben auch Lo und T. Da steht, das Geheimnis ist im Voodoo-Laden auf Mealy Island. Das ist absurd, absolut absurd. Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Du wirst es kaum glauben, das war es auch. Murray sprechen, ja, das können wir später noch machen. To-Do-Liste. Ja, hinter Gina nicht so geklappt. Ein Weg zurück nach Mealy Island, ja, den finden wir. Okay, letzter Check, ob ich Murray mit irgendwas hier kombinieren kann. Sieht aber nicht so aus. Dann hat Elaine das Rennen eh schon gewonnen. Wir folgen ihr. Ha, ja, da lang, die Abkürzung. Schnarchnase. Du hattest einen Vorsprung. Mist. Quizkarte? Quizkarte! Die Produktion von Monkey Island 1 fand hier statt. Aber das hatten wir schon mal. Skywalker Range. Z-Building? War es nicht letztes Mal A-Building? Ich habe gedacht A-Building, aber es war glaube ich A-Building. ILM Lucasfilm North. Skywalker Ranch habe ich glaube ich gesagt. Und ich denke, ich nehme jetzt Lucasfilm North. Ist es auch nicht. Natürlich nicht. Wer hätte das auch gedacht? So ein Blödsinn. Skywalker Ranch. Okay, was müssen wir tun? Sollen wir loslegen? Bereit, wenn du es bist. Vielleicht lese ich das Handbuch nochmal. Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Nun, wir haben getan, was wir mit den vorhandenen Materialien tun konnten. Ich liebe es. Es strahlt Nostalgie aus. Unter anderem. Du steuerst, ich schöpfe aus. Da sind sogar die zwei Schädel dran, die wir noch übrig hatten. Halt, das Handbuch. Wir haben das Handbuch vergessen. Teil 4. Es wird kompliziert. Ich hätte erwartet, dass Madisons oder LeChucks Schiff schon hier wäre. Du meine Güte, sieh dir die Schäden an.
Ich muss mit Carla über die Organisation der Erdbebenhilfe sprechen. Du kommst nicht mit in den Voodoo-Laden? Ich würde ja gern, aber dies ist eine Krise. Es wird weitere Schäden geben. Ich muss helfen. Ich will später alles darüber hören. Okay, geh einfach. Bis dann. Bewacht das Schiff für mich. Beiß jeden, der versucht, es zu stehlen. Keine Sorge. Auf Mili gibt es keine Altholzhändler. Okay. Ich gehe nicht wieder weg ohne das Geheimnis von Monkey Island. Kurz gucken, was hier aushängt. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Person oder Personen führen, die den historischen Mobbau zerstört haben. Dann gucken wir mal. Kochbuch. Koch. Romantisch. Ein schönes Upgrade für das Essen im Freien. Du hast das Kochbuch gerettet. Ja, ich habe das Kochbuch gerettet. Die Decke stürzte ein, das Gebäude brannte, überall rannten Menschen herum und ich habe das Kochbuch gerettet. Cool. Gern geschehen. Das nehme ich wieder mit. Zwei nur Bist du mit dem Kochbuch fertig? Ich hätte es gern zurück. Nein, du kannst es nicht nehmen. Da meine Bar weg ist und ich keine Hoffnung habe, sie zu reparieren, ist das alles, was ich noch habe. Bist du mit dem Kochbuch fertig? Nein, da meine... Okay, na gut. Was trinkst du da? Soda mit einem Hauch von Avocado. Für deinen Groggaum ist es vielleicht ein bisschen zu sprudelig. Oh, klingt exotisch. Darf ich kosten? Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Das ist mir egal, ich bin ein Pirat. Hast du das Erdbeben gespürt? Ich war zu sehr damit beschäftigt, um mein Leben zu rennen. Woher wusste Elaine sofort, dass es ein Erdbeben war? Wie kommt es, dass du noch hier bist? Die Bar ist halb zusammengebrochen und steht in Flammen. Seeleine. Na gut. Die Scumbar ist also zerstört. Wir wollen aber eben zur Voodoo-Lady, von daher. Ja, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Dass die sich gegenseitig in die Quere gekommen sind. Gib auf, alter Mann! Das Geheimnis wird uns gehören! Ich war schon vor deiner Geburt auf der Suche nach dem Geheimnis! Das ist genau mein Punkt! Das Geheimnis zu finden ist ein Spiel für junge Piraten! Lange Erfahrung und mein unermüdlicher Ehrgeiz werden dafür sorgen, dass das Geheimnis mein ist. Nur wenn du nicht vorher einen Herzinfarkt bekommst. Letzte Chance, es aufzugeben. Sonst vernichten wir dich. Runter von meinem Meer! Ich bin beeindruckt von deiner Rammtechnik bei Seitenwind. Das muss ich in mein Buch aufnehmen. Meine Mannschaft ist recht geschickt, wenn sie die richtige Motivation hat. Ich mache mir immer noch Sorgen um Threepwood. Er taucht immer auf die unerwarteteste Weise auf. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um Threepwood machen. Ich habe ihn gebrochen und dem Tod nahe am Fuße einer Klippe zurückgelassen. Sein Auge war verquollen und aus seinem Bein ragte ein Knochen heraus. Wahrscheinlich haben die Tiere seine Gliedmaßen bereits von einem Ende der Insel zum anderen verstreut. Wir sind uns also einig, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen und uns zusammentun, um das Geheimnis zu finden. Einverstanden. Keine zwielichtigen Sachen. Wir teilen uns das Geheimnis. Partner. Wie immer haben die Bösen das natürlich vermasselt, uns wirklich umzubringen. Hätte ja jetzt LeChuck nochmal nachstechen können, aber das wäre ja keine gute Abenteuergeschichte, wenn das so passiert wäre. Die Plakette wollte ich nochmal lesen, wegen einer Quizkarte, die uns, glaube ich, zu helfen Ehren könnte. Der 27. Gouverneurin von Mili Island. Nevermind. Das Problem an dieser Statue ist, dass es sich nicht um eine Statue von Elaine handelt, der besten Gouverneurin von Mili aller Zeiten. Ich glaube, das Geheimnis könnte jetzt mit diesen Skizzen hier zusammenhängen. Oh nein. Jemand hat Elaines Skorbut-Flugblatt verunstaltet. Oh nein.
Alles umsonst? Umsonst ist noch besser als zum halben Preis. Halbwegs besser. Okay, rein da. Bin ich zu spät? War LeChuck hier? Ich stelle fest, der Schrank ist noch da. Haben Sie es bekommen? Wo ist das Geheimnis? Das Geheimnis der niedrigen Preise? Schlussverkauf. Oh. Was ist mit deinem Kessel passiert? Ich habe ihn an einen Suppenladen auf einer anderen Insel verkauft. Sie hatten nichts gegen die Zauberrückstände. Du hast es die ganze Zeit über gehabt. Ich besitze wenig und zugleich viel. Worauf beziehst du dich? Stell dich nicht dumm. Ich habe die Karte. Das Geheimnis von Monkey Island ist hier. Was möchtest du wissen? Wo ist das Geheimnis? Es befindet sich natürlich in dem großen Tresor neben der Eingangstür. Natürlich. Wo sind die Schlüssel zum Tresor? Ich möchte ihn so bald wie möglich öffnen. Ich bin daran gehindert, dir mit den Schlüsseln zu helfen. Aber es gibt jemanden in der Nähe, der viel weiß. Wie kann ich ihn finden? Sie. Und sie wird dich finden. Woher weißt du das? Sie steht vor dem Laden. Okay. Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Gehört es nicht auf Monkey Island? Ich habe nichts genommen. Der Tresor kam so, wie du ihn siehst, zu mir und gehört jemand anderem. Ich akzeptierte eine Gebühr und belegte ihn mit einem Zauber, um zu verhindern, dass er bewegt wird. Das ist alles. Wem gehört der Tresor? Leider gibt es Kräfte, die mich daran hindern, den wahren Besitzer preiszugeben. Ein mit Blut unterzeichneter Vertrag, der grausame Strafen für die Preisgabe von Informationen vorsieht. Eine Art Voodoo-Ding? Nein. Ja, schön. Wie konntest du das vor mir geheim halten? Du wusstest, dass ich danach gesucht habe. Es ist kein Geheimnis vor dir, Guybrush Threepwood. Es ist ein Geheimnis. Punkt. Ich bin an eine Vereinbarung gebunden. Warum gibt sie es dann jetzt zu? Sind LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Nein. Das ist seltsam. Sie waren mir weit voraus. Manchmal ist es besser, zwei Feinde zu haben als einen. Aber du solltest keine Zeit verlieren. Vielleicht habe ich später noch mehr Fragen an dich. Vielleicht habe ich Antworten. Aber ich verspreche nichts. Möchtest du vielleicht dein Messer zurück? Nein? Oh, na gut, die... Ja, okay. Dann, ja, Kessel. Gehen wir mal raus und gucken, wer mit uns redet. Und erst gucken wir uns da... Ah, Quizkarte. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Ich hasse es, ihn hier zu lassen, aber ich kann den Tresor nicht mitnehmen und ich muss Schlüssel finden, um ihn zu öffnen. Okay, Quizkarte. Was davon ist nicht im Park? Das hatten wir doch schon mal. Okay, also ich meine, wir hatten eine... Okay, wir haben auf jeden Fall einen Anker. Wir haben auf jeden Fall einen Brunnen. Eine Wippe und eine Schaukel. Oh mein Gott. Wippe oder Schaukel? Wippe oder Schaukel? Es müsste im Hintergrund sein bei diesem Schiff. Ich hätte jetzt... Spontan hätte ich gesagt, das ist eher eine Wippe, die sich da befindet. Nope. Natürlich nicht. Ja, habe ich das schon mal probiert? Ich habe auch irgendwie... Ah, okay. Verdammter Mist. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Okay, ich habe noch die entschlüsselte Karte. Ich habe komisches Grockgebräu. Also nicht Grockgebräu. Geisterhühnerfutter, Tagebuch. Okay, nichts so besonders Tolles. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Nein. Ah! Du hast das Geheimnis gefunden. Du bist ein Funke unter gefallenen Blättern. Geheimnis? Welches Geheimnis? Ich gebe nichts zu. Du kannst den Blick in deinen Augen nicht verbergen. Ich kenne ihn gut. Ich bin Wydaline Bones. Whitey, wie du verzerrt mich die Jagd nach dem Geheimnis. Wie du weiß ich, wo das Geheimnis liegt. Aber mir fehlen die Mittel, um den Tresor zu öffnen. Du musst viele Fragen haben. Ja. Wie öffne ich den Tresor? Fünf Schlüssel. Goldene Schlüssel.
vor langer Zeit versteckt. Wahnsinn. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Sie sind aus Gold. Es ist nur Farbe. Aber sie sehen schön aus. Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Die meisten sind bereits gefunden. Ich habe selbst einen. Die alte Mrs. Smith hatte einen, bevor sie starb. Und Bella Fischer auch. Ich habe auch gehört, dass eine auf Bermuda gefunden wurde. Das sind nur vier. Ein weiterer sollte auf Terror Island versteckt sein. Dieser wurde nie gefunden. Warte, ich schreibe das alles auf meine To-Do-Liste. Das klingt gar nicht so schwer. Viele Leute kommen nicht mehr von Terror Island zurück. Außerdem ist Bella Fischer auf dem Meer gesunken und niemand weiß wo. Sie hat ihren Schlüssel mitgenommen. Oh. Okay, ich glaube übrigens, was die Quizkarten angeht, diese teilweise Fragen sind einfach Sachen, die sich auf dieses Spiel beziehen, die ich noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel Bermuda könnte vielleicht dann diese Eismine sein. Und Terror Island wurde hier auch erwähnt. Und ich dachte, das wäre aus dem vorigen Spiel, aber vielleicht ist es tatsächlich eine neue Insel. Kann ich mir den Schlüssel ausleihen, den du hast? Nur um es auszuprobieren? Nicht so schnell, du Schlaumeier. Whitey Bones lässt sich nicht so leicht überlisten. Beweise, dass du was drauf hast. Komm zu mir, wenn du mehr Schlüssel hast als ich. Und vielleicht spreche ich mit dir über eine Partnerschaft. Oder du hintergehst mich, na klar. Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Weißt du das? Das Geheimnis war schon immer im Tresor. Aha. Wie kommt es, dass ich davon noch nie etwas gehört habe? Ich bin ein großer Fan vom Geheimnis von Monkey Island. Man sollte meinen, ich würde davon wissen. Die Hinweise waren tief und clever vergraben. Nur wenige haben sie je entschlüsselt. Und wir behalten sie für uns. Das erscheint alles unnötig kompliziert. So ist das Leben manchmal. Am besten genießt du einfach die Fahrt. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf der oberen Straße geschrien hast. Wir haben alle unsere guten und schlechten Tage. Wenn du es noch nicht weißt, wirst du schon noch verstehen. Okay. Wir sehen uns, Whitey. Ich muss die Schlüssel aufspüren. Okay, kluger Junge. Aber pass auf, was du tust. Es gibt einen Fluch. Ja, ja. Die Schlüssel sind durch einen schrecklichen Fluch geschützt. Hüte dich. Ja, wow, ja, ja, Fluch. Ein Fluch? Wirklich? Nein. Ich meine, ja, das hat sie gesagt, aber sie war bloß dramatisch. Whitey macht gern einen dramatischen Abgang. Nun, eines ist sicher. Ich weiß nicht, wie man zu einer der beiden Inseln kommt, die sie erwähnt hat. Ich sollte mir lieber gleich eine gute Seekarte besorgen. Zum Glück ist der Laden dafür direkt gegenüber. Aber kurz auf die To-Do-Liste. Also, 5 Schlüssel. Whiteys goldenen Schlüssel, alte Mrs. Smith, Bella Fischer, die versunken ist, Bermuda und Terror Island. Seekarte, Monkey Island, gewinnen. Jawohl. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Läuft gut. Okay, Quizkarten irgendwo? Ja, nee. Ach nee. Doch, ja, hier. Perfekt. Die Entwicklung des ursprünglichen Monkey Island dauerte viel zu lange. Keine Ahnung. Ah, damals ging das doch alles viel schneller. Das war 16 Monate, 22 Monate. Ich nehme die goldene Mitte wieder. 16 Monate. Nope. Na gut. Hey, Wally. Hast du eine Seekarte von der Gegend? Und kannst du die Standorte von Terror Island und Bermuda notieren? Kein Problem. Ich werde auch noch ein paar Extras hinzufügen. Die Schiffsverfolgungsfunktion wird dich umhauen. Es ist ein kleiner Trick, den ich kenne. Du musst bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, wenn du es wie ich zu etwas Großem bringen willst. Sei vorsichtig. Die letzten Piraten, für die ich eine Karte zu Terror Island erstellt habe, wurden nie wieder gesehen. Und Bermuda kann einen bis auf die Knochen herunterkühlen. Nicht viele Piraten wollen dort hinauf. Oh, und wenn du nach Scurvy Island kommst, grüß Elaine von mir. Danke, Wally. Und es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Hier gibt es uns die Sache einfach gratis. Praktisch. Ich werde
werde warten, bis ich zurück auf meinem Schiff bin, um sie zu öffnen. Okay, dann machen wir mal den Schnelldurchlauf hier über die Insel. Wir haben immer noch Stans Zahnbürste zu finden. Wir könnten nochmal mit der Schlosserin reden. Hier drin ist ein Fischladen. Hi! Kluger Junge, wie läuft deine Suche? Ah, nein, nein, man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Machen wir die Gasse erkunden, einmal gerade. Sie scheint zu klemmen. Okay, hat sich nichts verändert. Tür klemmt und hat keinen Zweck. Willkommen im tollen Hecht. Danke. Bei uns gibt es den frischesten Fisch und auch die frischeste Gesellschaft. Egal, ob du hier bist, um etwas zu kaufen oder um dir die Zeit zu vertreiben. Es ist uns egal. Aber natürlich ist es uns lieber, wenn du etwas kaufst. Wart ihr nicht mal die Piratenanführer? Ich bin Skybrush Threepwood. Ah, ich dachte mir schon, als wir ihn in der Stadt herumschleichen sahen, dass er mir bekannt vorkommt. Ja. Der Laden sieht nett aus. Wenn du mit nett meinst, eine prächtige Kathedrale für die hohe Kunst des Angels, dann stimme ich dir voll und ganz zu. Schau dich doch mal um, ja? Was sind das hier für kleine gelbe Kerle? Das sind Beulensauger. Sie sind leicht zu essen und eignen sich hervorragend zum Aussaugen von Zysten und Furunkeln. Spannend. Darf ich einen kaufen? Ich würde gern ein paar Beulensauger kaufen. Süße kleine Kerle, nicht wahr? Hier ist eine Kiste voll. Das sollte reichen. Soll ich eine Rechnung für dich aufmachen? Klar, danke. Die kennen mich aber schlecht, wenn sie mich auf Rechnung hier auf gut, nicht sofort bar zahlen muss. Oh Gott, so viel Zeug. Wie heißen die Fische da oben? Bücklinge. Frag besser nicht, warum. Ah, jetzt kann ich hier bestimmt einen Fisch mir immer nur holen. Das ist eine tolle Trophäe, die ihr da habt. Ei, das ist eine Kombination aus Trophäe und Fliegenklatsche. Für den Fall, dass wir mal eine Insektenplage haben. Okay. Die sind ja riesig. Was sind das für welche? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wir haben sie auf dem Boden der Ladung gefunden. Kann ich aber nicht kaufen. Schöner Hai. Lass dich von der Größe nicht täuschen. Der Korallenfeuerhai ist der gefährlichste Hai von allen. Dieser hier hat 17 gute Segler und 3 Beiboote versenkt, bevor wir ihn auch nur einholen konnten. Es gibt Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulensauger. Mhm. Sind das Aale? Schleimaale. Sehr lecker. Aber lass sie sich nicht um deinen Hals wickeln. Da ich noch nicht wüsste, wofür ich Fische brauche, die klangen bisher am nützlichsten. Was sind diese Spitzen? Schleimfische. Manche Leute schneiden die Spitzenteile vor dem Verzehr ab, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Okay, also saugende oder spitze. Diese Sauger sind wirklich bäulig. Das könnte ja beides nützlich werden. Er ist ein hübscher Teufel. Der erste Fisch, den ich je gefangen habe, konnte es nicht ertragen, ihn zu essen. Damals war ich natürlich noch ein kleiner Junge von 3 Jahren. Na, schöne Krabbe. Ich habe 11 Stunden lang mit ihm gekämpft. Am liebsten hätte ich ihn gegessen, aber zu der Zeit war keine Krabbensaison. Was sind das für klumpige Kerle? Krötenfische. Überraschenderweise keine Beziehung zu echten Kröten. Natürlich. Okay, ein wasserbeschädigtes Buch. Was ist das für eine Flagge mit den vielen Löchern? Darauf sind wir ziemlich stolz. Wir haben sie eines Tages in einem Fischernetz gefangen. Das ist eine der typischen Flaggen von Bella Fischer höchstpersönlich. Bella Fischer? Das war Bella Fischers Flagge? Das habe ich gesagt, ja. Also habe ich schon gedacht, Fischerladen und Bella Fischer. Flundern sind wirklich lustig aussehende Fische. Das sagst du jetzt. Aber warte, bis du allein in einer heftigen Nordböe versinkst und darum kämpfst, das Tier rechtzeitig an Land zu bringen, um es zum Flicken des Lochs in deinem Boot zu benutzen. Steht die Flagge zum Verkauf? Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Der was? Niemand. Es ist zu spät. Der Köder ist aus dem Sack.
Wir können es ihm genauso gut sagen. Die Seeteufel sind eine halbgeheime Gesellschaft von Anglern. Meistens erzählen wir Geschichten. Ei, Geschichten über Fische. Und, lass mich raten, ich brauche 3 Prüfungen, um beizutreten. Kann ich den Seeteufeln beitreten? Nun. Bitte. Hast du irgendwelche guten Fischgeschichten? Ja, einmal wurde ich von einer Seekuh verschluckt. Keiner weiß, was eine Seekuh ist. Glaub mir, mach einen Wal draus, das ist besser. Okay. Nimm diesen Fischköder. Andere Seeteufel haben sie auch. Auf ihrer Kleidung oder irgendwo angebracht. Geh und finde sie, zeige ihnen deinen Köder und erzähle ihnen deine Geschichte. Sie werden dir Ratschläge geben. Lerne so viel du kannst und komm dann wieder hierher und erzähl uns deine Geschichte. Du könntest mit der jungen Piratin anfangen, die in der Scum-Bar rumhängt. Sag ihm nicht, wo er anfangen soll. Er soll nach den Ködern suchen. Okay, ja, sag mir einfach alles, was ich tun muss. Was könnt ihr mir über Bella Fischer erzählen? Bella Fischer, ei, sie konnte Seemannsgarn von Port Royal nach Trinidad spinnen und wieder zurück. Und sie war eine hervorragende Anglerin. Was? Gut im Angeln. Sie hatte einen geheimen Angelplatz, der ergiebiger war als das ganze restliche Meer zusammen. Wahrscheinlich ruht sie jetzt dort. Denn sie ist ja auf einem Angelausflug verschwunden. Niemand kennt den Ort, aber es wird gemunkelt, dass sie Hinweise darauf hinterlassen hat, wo er sich befindet. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Das haben wir. Zuerst dachte ich, es wäre nur mein Magen, der sich über mein Frühstück beschwert. Ei, das haben wir alle gedacht. Okay, ja, Schlüssel, das ist alles. Ja, ich kann es mal fragen. Hat Bella Fischer euch jemals einen großen, schicken Schlüssel gezeigt? Nein, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte nur, ich frag mal nach. Okay, ich denke, ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Machen wir noch die restlichen Sachen hier. Da wäre das Buch, das Goldfischglas. Wie viel für den Goldfisch? Sushi ist ein Haustier. Sie ist nicht zu verkaufen, egal zu welchem Preis. Sushi ist schon ein guter Name. Womit füttert ihr sie? Sie füttern? Womit füttert ihr sie? Sie füttern? Das ist eine interessante Befestigungsmethode. Den habe ich bei einem Fluchtversuch gefangen. Okay. Es ist eine Kopie von Am Ende der Planke. Oh, ei, ein Geschenk von einem guten Freund. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Okay, also da wird wieder irgendwelche Bücheraustauschaktionen stattfinden, denke ich mal. Habe ich mir alle angeschaut? Ich glaube ja. Ich würde vielleicht die Schleimfische mitnehmen, denn die sind spitz. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Schleimfische eintauschen. Starker Bursche. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge und nächstes Mal versuchen wir das. Ah, Moment, hier ist noch einer. Ausgezeichneter Marlin. Ei, der ist nicht echt, sondern ein Werbeartikel von einem lokalen Jackbutter-Kollegen. Aber er sieht ganz nett aus. Ja, und nächstes Mal werden wir versuchen, das Geheimnis von Bella Fischer zu lösen. Und das Geheimnis von Bermuda und das Geheimnis von Terror Island. Also gibt es hier doch noch ein bisschen was Neues zu sehen. Okay, bis dahin. Tschüss.